Der Ceneri-Basistunnel im schweizerischen Kanton Tessin ist offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Mit dem ersten Güterzug ist der Schweizer Teil eines europäischen Projekts erfüllt, Nordeuropa mit dem Mittelmeer durch eine direkte, flache Bahnverbindung unter den Alpen hindurch zu verbinden. Beschlossen hatten die weitsichtigen Schweizer den Bau schon 1992, um Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Jetzt rücken Nord und Süd zusammen. Statt über den Berg geht es durch den Berg. Dank dem Ceneri-Tunnel gibt es jetzt im Kanton eine attraktive S-Bahn. Wer von Bellinzona nach Lugano fährt, braucht gerade noch 15 Minuten. Das ist weniger lang als mein Weg von zu Hause ins Büro. Die 15,4 Kilometer Tunnel schließen die letzte Schweizer Lücke der neuen Eisenbahn Alpentransversale, ein 23 Milliarden Schweizer Franken Projekt. Die Fahrzeit verkürzt sich um 15 Minuten, entscheidender aber ist der Zuwachs an Transportkapazität, der um ein knappes Drittel steigt. Was durch die Schweiz jetzt fließen könnte, wird allerdings in Italien und vor allem in Deutschland ausgebremst. Der Ausbau der Rheintalbahn hinkt hinterher, Fertigstellung 2035.